Die Regierung will im Juli bekanntlich weitere Öffnungsschritte setzen. Wie weit diese gehen soll, darüber herrscht am Mittwoch allerdings Verwirrung. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger erklärt, dass mit Juli alle Einschränkungen abgesehen von der 3G-Regel fallen und damit auch die Nachtgastro öffnen darf. Wir sehen nach wie vor sehr niedrige und deutlich sinkende Inzidenzien und Infektionszahlen und das nach mittlerweile 3 Wochen der Öffnungen. Das heißt, getestet, geimpft und genesen wirkt und vor allem eben auch der großartige Impffortschritt, den wir in Österreich zu verzeichnen haben, trägt hier einen sehr großen Anteil. Dem widerspricht Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Es gelte noch zuzuwarten. Fix fallen sollen mit 1. Juli die Sperrstunde. Ich möchte nur kurz zu den Öffnungsschritten, die wir morgen machen, informieren. Wir haben grundsätzlich eine Halbierung der Vorsichtsmaßnahmen von 2 Meter zurück auf 1 Meter, von 20 Quadratmeter zurück wiederum auf 10 Quadratmeter. Die Personenzahl in der Gastro ist erhöht worden, die Sperrstunde auf 24 Uhr erweitert worden. Und wir sehen eigentlich recht entspannt die nächsten Wochen entgegen. Und wenn das so bleibt, die epidemiologische Lage, dann steht auch weiteren Öffnungsschritten Anfang Juli nichts mehr im Weg. Es mache laut Köstinger sehr viel Sinn, Schritt für Schritt vorzugehen. Das sei auch der Grund, warum man mit Donnerstag die Sperrstunde auf 24 Uhr verlängern wird. Die Tourismusministerin stellt nach dem Ministerrat in Aussicht, da davon auszugehen ist, dass der positive Trend bei der Infektionslage weiter anhält, mit Anfang Juli auch den Bereich der Nachtgastronomie zu öffnen. Gegen eine Lockerung schon vor dem 1. Juli äußert sich aber Bedenken, denn man sehe ja etwa am Beispiel Großbritanniens, dass die Zahlen noch wieder rasch nach oben gehen können. Minister Mückstein sieht den 1. Juli für die Öffnung von Discos und Co. hingegen keinesfalls in Stein gemeißelt, da die Nachtgastronomie ein Bereich ist, der noch relativ ungeschützt ist und viele Erwachsene noch ungeimpft sind. Man bespreche dieses Thema in den nächsten 2 Wochen. Gegen Ende Juni soll eine Entscheidung fallen.